Und hier ist sie wieder, aus dem Kaffee und Mut in Hamburg, die goldene Gnichel-Show. Heute mit dem Kopf der Berliner Band, 12 Morgen. Und hier kommt er, der goldene Gnichel. Die goldene Gnichel Show, gleich geht's weiter, doch zuerst. Alter, das hat mir meine Pflegerin immer voll anders gesagt, ey. Die hat gesagt, Alter. Pflegerin. Pflegerin. Wie schreibst du Pflegerin? Mit V oder mit PF? Mit K. Mit K? Ja, genau, das wollte ich doch hören. Nee, ja. Wo hast du denn eine Fliegerin? Du meintest Raumfliegerin, ja? So im Weltall und so? Ja, das auch, ja. So im ganzen Ja. Raum. Das sind aber die Raumfliegerinnen. Das ist was anderes. Alter Falter, ey. Raumflieger, kennst du Falter einen? Ist auch ein Raumflieger. kennst du eine Raumfliegerin? Ja. Ey, Günther. Ja. Ich will auch mal eine Raumfliegerin. Ey, weißt du, sind da so... Haben oder kennenlernen? Stewardesen im Raum fliegen die doch. Ja, und die machen oben auch... Das sind aber diese... Die machen oben rum sauber. Ja. Falter, ey. Die machen oben rum sauber. Oben. Kennst du eine? Echt? Ey, du kennst eine, die oben rum sauber... Oben rum, ja, dein Mob würde sie zum Beispiel da oben sauber machen. Sauber und ist obenrum so voll jetzt so oben, so ohne, also nix an. Sauber machen. Oben. Oh. Im Flugzeug. Alter, im Flugzeug, Alter. Elmar, ey, du bist ja. Und bei mir heute zu Gast ist 12 Morgen! Herzlich willkommen! Beziehungsweise der Kopf von 12 Morgen. Was ist denn 12 Morgen? Eine komplette Band. Eine komplette Band, ja. Bestehend aus? Aus mir am Klavier. Ich singe und schreibe und meinen Kollegen am Cello, Gitarre, Bass und Schlagzeug. Cello auch? Ja. Schön. Müssen wir nochmal dann reinhören. Auf eurer MySpace-Seite zum Beispiel, da kann man auch Stücke anhören mit dem Cello und so. Genau, das ist die ganze Band. Okay. Hören, ja. Ja, du hast auch hier, habe ich hier in meinem Tresen, danke, die CD, 12 Morgen. Genau. Wo kann man die haben? Die kann man bei uns auf der Seite bestellen oder auf unseren Konzerten kaufen. Wir sind gerade unterwegs damit. Wir spielen ziemlich viel damit zurzeit. Und ja, ich werde auch eine Nummer von der EP spielen heute. Warum eigentlich 12 Morgen? Wie kommt das zustande? Ja, das ist eine lange Geschichte. Willst du sie hören? Kannst du sie kurz fassen? Wollen wir abspielen? Wer ist dafür, dass ich sie erzähle? Alle, wow. Okay. Ja, ist eigentlich gar nicht so eine lange Geschichte, ehrlich gesagt. Nein, wir hatten irgendwie gestartet damals, der Georg, der Cellist in meiner Band und ich als Duo. Ja. Vor ein paar Jahren und sind durch die Berliner Clubs gezogen und haben irgendwann gesagt, wir brauchen einen Namen. Und ich hatte irgendwie, glaube ich, 83 Vorschläge gemacht und der 84. war dann 12 Morgen. Damit bin ich dann auf sein Wohlgefallen gestoßen und seitdem heißen wir so. Und es ist einfach ein klangvoller Name. Mir gibt es irgendwie was. Ich kann mit Morgen was anfangen, mit der 12 kann ich sowieso was anfangen. Das ist meine Lieblingszahl. Meine gehört. Auch, das hatten wir auch schon. Meine ist auch die Glückszahl und Lieblingszahl. Genau. 12. Genau. Ja. Vielleicht können wir mit dem Computer jetzt so funkeln oder so. Nein, wir sind nicht schwul. So,
Und das ist auch gut so. du warst ja auch schon mal mit Kiki Brunner hier bei uns in der Show. Falls jemand ihn schon mal gesehen hat hier bei uns, das ist korrekt. Er war nämlich mit Kiki Brunner. Begleitet. Mit ihr machst du auch zusammen Musik noch, trotzdem. Genau, das ist ein Nebenprojekt von mir. Für die Kiki schreibe ich und ich begleite sie am Klavier. Wir sind auch gerade im Studio, nehmen das Album auf. Ja. Und ja, da kommen wir bestimmt wieder her, wenn ihr uns einladet mit dem fertigen Album. Bestimmt. Genau. Ja, bestimmt. Klar, dritte Staffel nächstes Jahr. Ja. Machen wir, klar. Wie heißt dein Song, den du heute vorträgst? Die Ufer der alten Zeit. Die Ufer der alten Musst Zeit? Musst du aufklappen, dein letzter. Hast recht, ist wirklich drauf, ja. Mhm. Gut, dann hören wir hier. Oder nur eine Live-Version? Ja, was heißt nur? Also wir sind eine ausgesprochene Live-Band, also... Und da ist eine sehr schöne Live-Aufnahme vom letzten Record-Release-Konzert drauf. Okay. Aber vom vorletzten, also nicht vom Record-Release-Konzert von der CD, das würde ja nicht gehen. Ja. Sondern cool. Das wäre cool. Heutzutage eigentlich. So, wir hören jetzt 12 Morgen mit dem Lied Die Ufer der alten Zeit. Yeah. Die höchsten Klippen reißt, wer weiß, wie oft ich schon an dieser Küste stand. Hab mir die Himmel eingeprägt und Karten angelegt. Jetzt warte ich nur auf den richtigen Moment und geh vom Land. Denn dies sind die Ufer der alten Zeit. Spann die Segel, sei bereit. Wenn die Winde an dir ziehen, wo sie herkommen, da willst du hin. Dies sind die Ufer der alten Zeit. Hörst du die Glocken, es ist soweit. Sei die Brücke von alt zu neu, der Lauf der Dinge, du bist dabei. Nimm nur das Nötigste, das reicht. Die Reise wird schwer sein, sei du leicht. Dafür wirst du das erste Stück der Zukunft sehen. Leg alle Wachheit an den Tag. Wer mit der Sonne ist, ist stark. Lass den Aufbruch innerlich mit dir geschehen. Denn dies sind die Ufer der alten Zeit. Spann die Segel, sei bereit. Wenn die Winde an dir ziehen, wo sie herkommen, da willst du hin. Dies sind die Ufer der alten Zeit. Hörst du die Glocken, es ist soweit. Sei die Brücke von alt zu neu, der Lauf der Dinge, du bist dabei. Wo andere blind sind, wirst du sehen. Wo andere zögern, wirst du gehen. Wo andere Dächer haben, hast du das Himmelszelt. Wo bei dir Evolution und die Wiege der Vision, da glauben andere noch ans Ende dieser Welt. Denn dies sind die Ufer der alten Zeit. Spann die Segel, sei bereit, wenn die Winde an dir ziehen. Wo sie herkommen, da willst du hin. Dies sind die Ufer der alten Zeit. Hörst du die Glocken, es ist soweit. Sei die Brücke von alt zu neu, der Lauf der Dinge, du bist dabei. Goldene Knieche-Show!